Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast 2 für die Switch. Ja, wir haben uns da letztes Mal schön hier durch dieses durch diesen Holzschuppen befreit. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal die nächste Richtung, wo es, also versuchen wir weiterzukommen. Die nächste Richtung. Ja. Versuchen weiterzukommen. Dieses Spiel ist wirklich sehr schaurig, muss ich sagen. Macht aber auch unheimlich viel Spaß. So, unsere schöne Kamera mal. Aufhalten. Da ist die Mutter Maria da unten. Keine Ahnung. Schau, was man hier mal sieht. Schauen wir sonst noch nicht. Was steht denn da? Geist Jesu, macht mich bereit. Vater Knott, leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lasse ich mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden. Halte mich an dich, schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf des Teufels Stunde vor. In der Gemeinde Temple Gate, auf das ich eine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Okay. Ich habe mich also in Blut versteckt. Ist immer eklig. Aber, naja. Ihr seid dumm, sehe ich gar nichts mehr. Licht. Ach, es hört gleich wieder irgendwas von. Kommt das Licht immer her, frage ich mich. Guck mal, fallen ja nochmal Vögel runter. Fuck, was war das? Alle tot. Gruselig. Okay, ja. Tote Vögel. Und ich dachte weniger. Okay. There's gotta be another way. Da kommen wir nicht rüber, ist kaputt. Wir sehen. Oh, wir gehen aber viel mit der Kamera als Boden. Wo ist er denn hier? Aber er ist auch tot. Okay, muss einen anderen Weg geben, da hat er recht. Dann müssen wir hier runter. Na klar, warum nicht auch den düsteren, unheimlichen Gang gehen? Seht ihr das? Überall sind die Vögel runtergefallen. Ein bisschen eklig, ne? Geh zum Klettern. Okay. Da oben müssen wir längs. Können wir denn da rüber? Hier links gehen? Auf der Seite? Okay. Oh. Das ist mal eine enge Passage hier, du. Okay, müssen wir schon laufen wahrscheinlich, ne? Bin ich verletzt dabei? Wo war das denn? Ah, er speichert, okay. Auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das ist aber keine Taube hier, die irgendwie so ein bisschen... Was hier jetzt... Ich bin jetzt hier drauf, aber ich komme hier irgendwie nicht weiter, oder? Ach da, oh, das ist ein Höhlengang. Na toll. Okay, okay. Scheint aber der richtige Weg zu sein. Gesehen oder war gar nichts. Ja, Vorsicht, 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 Vorsicht! Was ist das? Was hängt denn da? Okay. Eine Art Vogelscheuche oder so. Oh. Na gut, wir gehen erstmal weiter. Batterie, Kirche. No, no. It's
Some kind of heretic temple. Ein Ketzer-Tempel, das kann sein. Oh, guck mal, da liegt eine Batterie. Sehr gut. Geräusche? Und da jemand? Oder rüber? Aber wir müssen da rüber, ne? Okay. Ah! Halt fest. Aber wir brauchen doch gar keine. Wir müssen Batterie sparen. Sieht auch schöner aus, ohne dieses Nachtlicht. Weg sein, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er speichert schon wieder. Ich sehe bestimmt gleich was. Hallo. Ich bin's. Der nette Nachbar. Ich wollte noch ein bisschen Mehl und Zucker fragen. Hallo. Entschuldigung, wenn ich einfach so reinplatze, sehe ich gar nichts. Hm? Ich habe ein Nachtding gesehen? Okay, das ist besser. Hallöchen. Ich sehe gar nichts. Wie das? Ist Lynn? Okay. Alter, wie krass, ne? Haben sie gar nichts und dann nur alles. Ich geh's durch. Has to be the chapel. We will root out the outside of all. Jetzt runter. Oops. Sieht aus wie eine Stadt. Oh gut. Eine Stadt voller Mörder und Psychopathen. Stadt da hinten. Das ist schon auch ganz spannend, da hinzukommen. Ein Dunkel links. Das Licht. Geht in irgendeinen Tunnel. Hier. Links hin. Oh. Was passiert? Nichts passiert. Gehen wir da durch? Dann müssen wir wahrscheinlich, ne? Okay. Das ist eine Kette, das ist ja so ein Bewegende. Psychopath. Ein Brief. Noch mehr tote Kinder. Nott sagt, in solchen Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Gott, Nott sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden werden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als ein Mord an meinen Kindern. Und ich erwache lachend, erregt und oft feucht
von der Lust im Schlafe. Ich erwachte heute im Glauben, vom Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Visionen und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. Okay. Tschüss. Okay, der eine ist tot. Hoffe ich zumindest, er tot ist. Da ist eine Batterie rum. Das sind, glaube ich, nicht meine Schritte, oder? Doch, sind meine. Ich habe schon Angst gehabt gerade. Noch eine Etage höher gehen? Ja, ich würde sagen, ja. Da ist noch ein Brief. Bei Siegel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht, süchtiger Feigling, ich bin fort. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Es ist ein kranker Scheiß. Wir lesen uns jetzt nicht komplett durch. Okay, die ist zu. Hier unten. Da noch ein Weg, ne? Man raus konnte, da vielleicht. Obwohl, es sieht sehr verbarrikadiert aus. Gibt's hier gar nicht, ne? Warte mal, wir gehen nochmal hier. Durchs Fenster können wir da auch nicht. Alle vernagelt die Fenster hier. Oben vielleicht. Oben ein Fenster, wo man rein konnte. Raus konnte eventuell. Schauen wir nochmal. Nee. Sieht aus, wie man den Schrank hier schieben kann. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Probieren. The power's cut off. They've got to have a generator or something. Na klar, warum sollte es auch einfach sein, wenn es total schwierig gehen kann? Okay, hier sind wahrscheinlich wieder ganz viele Psychos hier rumlaufen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Warten wir kurz mal. Obwohl, wir brauchen vielleicht gar nicht das. Die Kamera brauchen wir vielleicht gar nicht. Mach nicht mehr. Ih, die hat ein Messer. Nicht so cool. Gehen wir hier längs? Wollen wir den doch anlassen? Wenn ich überhaupt was sehe. Hinter mir her. Okay,
Kommt sie zu mir? Ich kann es gerade nicht sehen. Ich glaube nicht, ne? Jetzt steht sie da, okay. Kurz mal warten, bis sie abhaut. Ich muss da runtergehen, damit wir da hier hoch können. Sieht sie mich? Doch nicht. Gruselig ist sie allemal. Habt ihr einen Sieg, ne? Alter, ist die gruselig. Wie kommen wir hier vorbei? Ich hier längs gehen oder bringt sie mich dann um? Oh, vielleicht können wir da hochgehen, ohne dass sie es mitkriegt. Okay, sie macht gar nichts anscheinend. Oh, bringt das was? Oder hat er mich gesehen, wie ich da reingegangen bin? Oh, scheiße. Oh nein, oh nein. Nein, nein, lauf schon. Lauf, 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 lauf. Oh, hier sollten wir halt. Verdammte Axt. Der Spacken auch da aus dem Haus raus. Oh. That might be an elevator. Na gut, müssen wir nochmal den Weg gehen. There, isn't it? Wir müssen aber probieren, dass wir den Generator antrieben. Warte. Weiß, okay. Power's cut off. They've gotta have a generator or something. Fucking thing doesn't run on prayers. Sie steht da oben immer noch, ne? Also vor ihr mussten wir nicht ganz so viel Angst haben. Gruselig war sie allemal, aber wir mussten nicht ganz so viel Angst vor ihr haben. Weil sie uns ja durchgehen lassen. Nur der Mann da, da müssen wir aufpassen, dass uns nicht mal erwischt. Trotzdem weiter um. Binden tue ich hier aber nichts. Okay, okay. Okay, es ist mir aber mega dunkel. Jetzt frage ich mich gerade, ob es clever war, hier reinzugehen, aber durch das Fenster raus hier. Zwei Männer drin. Ja.
Also, die sehen also mega gruselig aus, oder? Also, wir gehen mal hier vorbei hier. Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. The sins of Zion are bound up and all debts to God come due. There's wailing, there's pain, there's blood, but it is joyous all. Bevor er uns wieder sieht. Mal mit der Taschenlampe. Da ist die olle Hexe. Wo geht er denn hin? Wieder zurück? Mhm. Oh, oh, da kommt er zurück. Wieder rein. Macht ein bisschen Angst hier, der Gute. Ups. Das sah ein bisschen nach Licht aus, ne? Okay, was machen wir? Da ist der Typ mit der Taschenlampe. Frage, wo er hingeht, ne? Ob er geht nicht wieder in seine Hülle hier? Gesehen. Okay, wir müssen den Generator mal finden. Könnte der denn noch sein? Ich
Ah, das ist Psychopathin. Okay, die hat uns jetzt nichts getan. Da unten ist noch der Heini der Taschenlampe. Oh. Da liegt einer. Joyous all, for we are in the sorrows of a travail. From this Ava is a place of breaking forth of yes. Verdammte Axt. Children of hell. Kann dieser blöde Generator sein? Hier oben stand das ein Power-Generator unten auf dem Zaun. Den muss es ja hier sein. Ah, es gibt doch gar nicht. Wieso hat er mich da gesehen? Hier war irgendwas von wegen Powergenerator. Muss hier irgendwo sein. Will er nicht mehr raus? Alter. Okay, wo kann das sein? Das ist die Frage. Oben vielleicht, ja, das kann natürlich gut sein. Wenn man schon einen Powergenerator hat, dann ist er natürlich irgendwo oben. Macht aber keinen Sinn eigentlich, ne? Aber Power Generator Room, naja. Aber es macht schon so Sinn bei dem Spiel. Mach mich die Tür nicht zu. I can find my way back to the elevator. Oh, fuck me. Alter Schwede, was für eine kranke Person war das denn gerade? Oh. Oh, ich hab Schreck bekommen. Alter Leute, ich hab einen mega Schreck bekommen. Ah. Ja, nur zurück zum Fahrstuhl, ne? Wo war denn der nochmal? Gehen wir hier unten längs?
Ah, ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Oh, fuck. Muss mal heilen hier. Oh nein! I will be ravenous. Ai ai ai. So Leute, das war genug Schock für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.